Unser Körper ist ein Wunderwerk der Natur, das ständig daran arbeitet, ein Gleichgewicht zu halten. Aber was passiert, wenn dieses Gleichgewicht gestört wird und es beispielsweise zu einem Histaminungleichgewicht oder einer Autoimmunerkrankung kommt? Im heutigen Interviewausschnitt gibt uns die erfahrene Ärztin und Stoffwechselexpertin Dr. Simone Koch einen Einblick in Autoimmunerkrankungen und Histaminungleichgewicht. Sie erklärt uns, wie diese Bedingungen zusammenhängen und wie wir unseren Stoffwechsel optimal unterstützen können, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Wenn du neugierig auf die neuesten Erkenntnisse im Bereich von Gesundheit und Medizin bist und wissen möchtest, wie du deinen Körper auf natürliche Weise stärken kannst, dann bist du hier genau richtig. Abonniere unseren Kanal, um immer auf dem Laufenden zu bleiben und unsere wöchentlichen Beiträge nicht zu verpassen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Interviewausschnitt. Also dieser Begriff Histaminintoleranz ist ja eigentlich auch schon total veraltet, weil das einfach in den meisten Fällen, wir sprechen eher von Histaminose, das sagt so, also vielen nichts, das meint im Prinzip Ja, dieses genau. volle Histaminfass oder wir sagen auch gerne Histaminungleichgewicht einfach dazu, weil das so viele verschiedene Faktoren haben kann und der Körper ja nicht intolerant gegen irgendetwas sein kann, was er selber Was er produziert. selber produziert, genau. Ja. Genau. Deswegen, ja, also auf jeden Fall, was auch immer das mit Histamin ist, ist auf jeden Fall Ungleichgewicht da. Und ich weiß es halt auch bei mir selber in meiner schlimm kranken Zeit, war ich da super empfindlich. Also da war dann, es ist allerdings bis heute, also bestimmte stark histamintriggernde Sachen kann ich einfach nicht zu mir nehmen. Und muss ich dann halt eben auch nicht mehr. Also bei mir ist zum Beispiel Alkohol ist ein Riesentrigger bei mir. Und halt, wenn es dann noch Rotwein ist, dann ist es halt einfach, dann habe ich eine schlaflose Nacht. Also dann habe ich Herzrasen und habe halt alle Symptome und schlafe da halt eine ganze Nacht nicht. Ist es mir nicht wert, deswegen trinke ich keinen Alkohol. Aber früher war es dann halt auch so, was weiß ich, ein Schmorgericht, was halt lange durchgeschmort war oder so. Das war einfach dann zu viel. Also es hat mich halt immer über die Kante geschubst sozusagen. Und das sind halt Sachen, die ich heute wieder super gut haben kann. Nicht jeden Tag. Glaube ich, habe ich aber auch nie mehr ausprobiert. Aber da war auch so eins meiner interessantesten Erlebnisse, eine Woche Paleo-Woche in Spanien. Super, super schön. Also es war fantastisch, herrlichstes Wetter, großartige Location, alles total fantastisch. Aber wir hatten einen genovesischen Koch und also erstens gab es ja das tolle spanische Essen, ne? Also ganz viel Nachtschatten. Ganz viel so geräucherte Wurst, auch geräucherten Käse, ganz alte Käsearten und sowas. Und dann gab es eigentlich jeden Tag irgendwas Geschmortes. Also so Schweinerippchen, die irgendwie 10 Stunden im Ofen waren, Ragout à la Genovese, das muss 12 Stunden schmoren und so. Am Ende der Woche sah ich aus, als hätte ich irgendwie, hatte ich wahrscheinlich auch 6 Kilo zugenommen, weil mein ganzes Gesicht Ja. angeschwollen war. Und ich habe furchtbar schlecht geschlafen, am Ende der Woche fast gar nicht mehr. Und weil halt die Massen an Nahrungshistamin dann einfach für meinen Körper, der zwar heute auf einem extrem gesunden Stand ist und wo ich mich super fühle, zu viel war. Das ging einfach nicht. Und das ist halt das, was ich am Anfang meinte, das wäre, aber es hatten alle so ein bisschen Symptome, muss man halt auch sagen, auch die in Anführungsstrichen kerngesunden. Weil irgendwann wird es halt jedem zu viel. Und also quasi ein typisches Beispiel ist ja eine Meeresfrüchtevergiftung oder eine Fischvergiftung, was halt eben auch wahnsinnig viel Skopolamin und Histamin dann ist. Und ja, da kotzt dann jeder und hat halt alle Symptome, die damit einhergehen. Das heißt, im Prinzip kann das jeden tangieren, ne? Jeder, der sich sehr histaminreich ernährt oder jeder, der auch ja irgendwie ja leichte Entzündungen im Körper hat, der kann ja auch schon tatsächlich auf Histamin aus der Nahrung dann reagieren, wenn das Fass zu voll wird im Genau, Prinzip. genau. Ist denn das so bei Autoimmunerkrankungen? Also du hast ja gesagt, du warst ja auch betroffen und heute bist du wieder fit, dir geht's gut. Das heißt ja, dass chronische Erkrankungen oder Autoimmunerkrankungen ja auch wieder weggehen können. Ist das richtig? Also gibt es da eine Chance oder ich sage mal Potenzial, also man kann es ja nicht pauschalisieren, aber gibt es Definitiv, sonst wäre mein Job sinnlos. Nein, also alle Autoimmunerkrankten können in sogenannte Remission gehen. Und das finde ich halt auch ganz, ganz wichtig. Remission bedeutet, man ist symptomfrei
Und man kann von außen auch nicht mehr erkennen, dass man die Erkrankung hat. Ich finde es aber ganz, ganz wichtig, dass man sich das immer klar macht. Die Neigung, also dass das fast kleiner ist als bei anderen, also genetisch, aus welchem Grund auch immer, die bleibt immer erhalten. Und man muss eben auch immer aufpassen, dass man das Fass nicht wieder voll macht. Und das ist halt dieses, ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber es ist dieses Einstein-Zitat, irgendwie Wahnsinn ist, immer das Gleiche zu machen und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Das ist halt, also wenn ich halt mein Ziel ist, und das ist ja das, was man durchaus auch von Patienten leider immer mal wieder hört, ich möchte, dass wieder alles so ist wie früher, dann bleibt auch alles so wie jetzt. Also wenn ich halt alles wieder so mache wie früher, dann ist nicht zu erwarten, dass die Erkrankung dann nicht wieder auftritt. Warum sollte sie? Weil sie ist ja aus dem früheren Leben entstanden. Mhm. Aber wenn man bereit ist, wirklich sich zu verändern, seinen Lebensstil zu verändern und an ganz, ganz vielen Stellen was zu machen, dann kann man komplett symptomfrei sein. Und ich muss für mich sagen, also ich bin heute mit 42 definitiv fitter, gesünder und sehe auch jünger aus als mit 32, weil ich halt damals einfach todkrank war. Und ich bin schon seit jetzt 3,5 Jahren in Remission und auch seit, also vorher, ich bin schon länger in Remission, hatte aber vorher 1-2 Mal noch Schübe. Und ich glaube, seit 3,5 Jahren oder vielleicht sogar schon seit 4 Jahren bin ich auch schubfrei. Und meine Schilddrüse sieht im Ultraschall auch aus, als hätte sie nichts. Also man kann halt eigentlich kein Narbengewebe sehen. Und sie ist kleiner als bei normalen Menschen sozusagen. Aber ansonsten ist sie symptomfrei. Natürlich sollte ich, wenn mich entscheiden, eine Pizza zu essen, also weil ich habe ja auch Zöliakie, dann wird bei mir alles explodieren. Aber das tue ich halt nicht. Ja. Und bin da halt sehr, sehr streng. Und das ist natürlich auch, was Remission angeht, wann immer ich stark kontaminiert werde, habe ich natürlich Symptome, aber die sind dann halt auch innerhalb von 1-2 Tagen auch wieder weg. Hi und danke, dass du bis hierher dran geblieben bist. Wir von Medumio legen großen Wert darauf, so vielen Menschen wie möglich unabhängiges und wissenschaftlich fundiertes Wissen zur Verfügung zu stellen, damit sie ihre Gesundheit wieder in die eigenen Hände nehmen können. Wenn du unsere Mission unterstützen möchtest, dann lass uns doch am besten gleich ein Abo und ein Like da. Wir würden uns riesig darüber freuen. Jetzt viel Spaß weiterhin beim Video. Das Ausmaß ist dann wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so stark wie damals, ne? Weil du jetzt auch die Tools und die Werkzeuge hast, wo du weißt, das kannst du machen, damit es dir schneller besser geht und du eben auch weißt, mit was du das provozierst und mit was eben nicht. Ne? Genau, genau. Ja, und das ist halt auch das, was wir am Anfang sagen, also die persönliche Resilienz wird halt höher, desto besser man sich an Sachen hält und desto mehr man einfach auch guckt, also dass man, also zum Beispiel so mein Morgenritual ist halt, dass ich jeden Morgen meinen Rohkakao mit Kollagen, mit diversen anderen Inhaltsstoffen trinke, dass ich halt dafür sorge, dass ich einfach da gut versorgt ist. Meine Freundin hat mich neulich gefragt, so für einen Podcast, Simone, was nimmst du denn so täglich so an Supplements? Und habe ich gesagt, ich weiß nicht so genau, ich glaube so 10 vielleicht. Und dann habe ich halt angefangen aufzuzählen. Und dann stellten wir fest, ich nehme schon allein zum Schlafen 10 verschiedene Supplements. Oh. Und wenn man halt so auf alles andere kommt, ich habe vieles davon so in meinen Alltag eingebaut. Also zum Beispiel, und auch geguckt, dass ich das, also zum Beispiel Selen als flüssige Substanz, weil es steht dann halt neben den, also ich mache morgens immer Vitamin D mit in meinen Kakao und daneben steht das Selen und dann nehme ich halt 2 Tropfen Selen und dann nehme ich eine größere Menge Jod. Ich verteile über den Tag, nehme ich essentielle Aminosäuren und verteile die halt über den Tag, dass ich da, und nehme die vor allen Dingen immer während der Arbeit, weil die auch gut fürs Gehirn sind, also die helfen so gegen Brain Fog und Konzentrationsstörungen, und so auch, weil viel davon halt Neurotransmitterstörungen sind. Und und dadurch, dass ich das aber so für mich integriert habe und das auch mit meiner Ernährung so, schränkt es mich nicht mehr ein. Also ich habe mich so an diese ganzen Sachen gewöhnt und die so fest für mich integriert, dass ich das selber oft vergesse. Ich vergesse zum Beispiel ständig, wenn ich irgendwie eine Fortbildung buche oder irgendwas anzugeben, dass ich Zöliakie habe und dass ich halt keine Nachtschatten essen kann und keine, obwohl Nachtschatten kann ich weitestgehend essen, aber nicht in Massen. Und keine Hülsenfrüchte, die darf ich gar nicht essen, keine Samen und Saaten, die muss ich auch ganz
ganz stark meiden. Das vergesse ich regelmäßig, weil mich das in meinem Alltag nicht mehr einschränkt. Ich habe mich so dran gewöhnt, dass ich es nicht schlimm finde. Also weil ich halt auch ganz oft, oh, du Arme, und was isst du denn noch? Ich finde das, was ich esse, super lecker und großartig. Ja. Ja, da muss man aber auch erstmal hinkommen, ne? Und das ist eigentlich so eine starke Geschichte auch. Ich glaube, das ist für ganz viele auch super inspirierend, jetzt gerade sich das anzuschauen und zuzuhören, weil viele ja immer darauf fokussiert sind, auch was geht nicht. Ja. Und dann aber einfach zu sehen, was kann ich denn alles? Es gibt ja auch Alternativen. Also man lernt dadurch auch vielleicht andere Lebensmittel kennen, die man vorher noch nicht probiert hat. Und dann einfach seine Ernährung zu finden, die einem erstmal gut tut und schmeckt. Ja, das ist absolut. Ja eigentlich so die perfekte Situation. Ich kann halt ziemlich gut kochen und so aus dem ganzen Freundeskreis und so. Also auch wenn wir unterwegs sind, also wir fahren gerne mit einer größeren Gruppe auch zusammen in Urlaub. Und ich soll auch immer kochen. Also erstens, weil es dann halt auch immer was gibt, was ich essen kann, weil ich die komplizierteste von uns allen bin. Aber alle finden auch alles, was ich koche, super. Also es ist halt überhaupt nicht so, dass irgendwer das Gefühl hat, dass ihm irgendwas dann fehlt. Weil, wie du sagst, also wenn man halt seine Methoden rausgefunden hat und so, dann kann es super abwechslungsreich sein. Und ich finde, wir dürfen uns auch immer mal zurückerinnern. Also ich hatte zum Beispiel, also vor 12 Jahren oder so, hatte ich ein kirgisisches Au-pair und die kam noch so ein bisschen auswärts von Bishkek, also von der einzigen großen Stadt in Kirgisistan, im Himalaya. Und die haben den ganzen Winter nur Knochenbrühe mit Zwiebeln gegessen. Den ganzen Winter. Und das ist halt das, wo wir so ein bisschen auch herkommen. Diese Idee dieser unfassbaren Vielfalt, mit der wir leben, ist für den Menschen eigentlich total fremd. Mhm. Und natürlich ist Diversität trotzdem wichtig, was vor allen Dingen was Gemüse und so weiter angeht. Aber wenn es das richtige Gemüse ist, dann auch gar nicht so wichtig, weil halt viele von unseren einheimischen Gemüsen ganz viel, ganz tolle Nährstoffe enthalten. Was halt wesentlich problematischer ist, und das sind wir wieder bei den Einkaufswägen, ist halt, wenn man sich von Milchbrötchen, Frühstückszerealien, Coca-Cola Light und Billighackfleisch ernährt. Und das ist halt leider das, was man irgendwie oft in den Einkaufswägen findet. Und da ist halt der Nährstoffgehalt tendiert dann gegen null. Ja. Genau, also da muss man sich das Wort Lebensmittel wirklich nochmal hinterfragen, wenn man diese Sachen sieht. Und das sind ja, ich würde sagen, 70-80% der Sachen, die man im normalen Supermarkt findet, sind eben keine Lebensmittel. Ja, also ich sage immer Krankmittel. Und witzigerweise fühlen die Menschen sich damit nicht eingeschränkt. Also das ist halt auch, die kaufen ja auch immer das Gleiche und essen immer das Gleiche und so weiter. Aber sie fühlen sich damit nicht eingeschränkt. Und wenn ich dann halt komme mit meiner Ernährung und sage, ja, ich kann halt keine Samen und Saaten essen, kein Getreide, keine Pseudogetreide, bla bla bla, dann sagen halt also, was isst du denn dann noch? Genau. Und also das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Um die Frage zu beantworten, man kann auf jeden Fall in Vollremission kommen. Also Hashimoto ist ja so mein Hauptbehandlungsfeld, wobei wir auch alles andere machen, aber das hat sich eben halt einfach so eingefunden. Also man kann ja auch nicht unendlich Patienten nehmen, dass die meisten unserer Patienten Hashimoto haben. Und das ist auch in der Literatur so beschrieben und ist auch das, was wir so erleben. Etwa 30% aller Hashimoto-Patienten erreichen eine Komplettremission ohne Medikamente. Dafür muss man noch ausreichend Schilddrüse haben, weil es zum Beispiel auch bei mir, ich nehme keine Medikamente. Ich nehme einen Riesenhaufen Supplements, aber ich nehme keine Medikamente. Wenn man nicht mehr ausreichend Schilddrüse hat, dann kann man halt auch nicht medikamentenfrei leben. Das ist halt auch ganz wichtig. Aber auch da kann man trotzdem in Remission kommen, also dass man keine Entzündungszeichen und keine Antikörper mehr hat. Und witzigerweise ist dann in sehr, 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 sehr vielen Fällen auch die Histaminose weg. Also dann ist man halt. Hiermit sind wir am Ende unseres heutigen Interviewausschnitts angelangt. Du bist neugierig und möchtest mehr über Autoimmunerkrankungen oder Histamin erfahren? Dann schau doch mal auf unserem Kanal vorbei. Dort erwarten dich zahlreiche informative und inspirierende Videos. Vergiss auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Wir möchten deine Meinung hören. Teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem heutigen Thema in den Kommentaren und tausch dich mit unserer Community aus. Ich danke dir für deine Zeit und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.